voll. Ach nee, und ich darf dann in früh zuhören, wie du darüber motzt. Ja, warum nicht? Bei irgendwem muss man sich ja ausheulen, wenn die Technik nicht funktioniert. Ja, meistens immer ich, weil ich der Einzige, der persönlich verfügbar ist. Persönlich verfügbar ist, Alter. Das hört sich schon wieder so richtig sexuell an, Alter. No, er ist privat verfügbar. No. Ja, wie soll ich denn sonst sagen? So, bevor wir jetzt in die unendlichen Weiten der Löcher abdriften, sollten wir lieber ganz fix das Thema wechseln. Also dieses Loch. Wie fandest du das Wetter heute eigentlich so? War gut, ne? Ja, war schön. Ey, es war Sonne. Ja, es war Sonne, es war schön warm und ich bin mit Winterjacke draußen rumgelaufen. Weil ich war zu faul auszuziehen und so. Und wenn man schwitzt, ist ja nicht schlimm, weil dann nimmst du ja gleich noch ein bisschen was ab. So. Kann man noch ein bisschen was runterhalten. Ich und mein Kumpel haben uns vorgenommen, im Sommer, wenn es so richtig, richtig heiß ist. Ich wollte gerade die Stadt sagen, wo ich wohne. So eine richtig fette Wasserschlacht zu machen, ne? Oh nein, guck mal. Bei 40 Grad mit Pullover rumlaufen. Nein. Rennen, rum. Joggen, rennen. Schön in Winterklamotten im Sommer bei 40 Grad rumlaufen draußen, das ist wunderschön. Ich bin in Quicksand, wie komme ich hier raus? Bau den Quicksand unter dir einfach ab. Wenn du Glück hast, ist da drunten keiner. Wenn du Pech hast, ist da drunten wieder einer, musst du wieder abbauen. Ich hab 2 gerade abgebaut. Bis du dann halt wieder auf Sand stehst. Oh, soll ich Kaktus abbauen? Ja. Ah ja, die Wüste gefunden, die nicht weit weg vom Haus steht. Au, au, au. Kaktus tun weh. Vielen Dank für diesen lustigen Funfact. Das wusste ich auch schon, dass die grünen Dinger wehtun. Schreit mich hier schon wieder auf Steam zu. Deswegen mache ich den Kack beim Stream immer zu. Ja. Dann nervt mich auch keiner. Ja, mich nerven trotzdem Leute, die mit mir traden wollen. Die finden immer einen Weg. Das sieht nach Lied aus. Da singe ich ein Lied für. Oh, nein, 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 du singst jetzt nicht. Oh, dieses Lied. Nein, 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 ich schwör, ich. Das singt ein Lied für mich. Oh, dieses Lied. Das brauche ich später, um Energiezellen zu craften. Ich kann singen. Naja, ob ich es kann, weiß ich jetzt nicht, aber ich. Also ich kann Lieder, ich kenne Lieder und ich kann. Nee, lassen wir das lieber, wir sind ja hier nicht in der Europa. Markus geht's. Was zum Teufel war das gerade? Die Stadt gefunden. Lass mich raten, die ist riesengroß. Nein, eigentlich ziemlich klein. Na gut, dann hast du nicht die Stadt gefunden, die ich gefunden habe. Nee, ich meine, ist auch aus Sand. Ja, die ich gefunden habe, die war riesig. Until Died Candle, okay. Scoop. Honeycomb. Oh, Meadows Princess. So, hier mal Gold. Taumonomikon. Taumonomikon. Ja, das kannst du mitnehmen. Aluminetum. Alumite, meinst du wohl? Nein, nein, nein. Das ist so eine blaue Flamme. Ja, das kannst du auch mal mitbringen. Alumentum. Ja, das kannst du auch mitbringen. Das ist von Soundcraft, ist das. Ich glaube, ich muss offscreen nochmal mine gehen irgendwo, damit sich das hier rentiert, weil sonst renne ich hier ständig in den Feuer, in den Streams, in den Minen rum hier unten. Das ist, glaube ich, nicht ganz Sinn der Bücher Sache. Bücher brauchst du nicht, oder? Bücher habe ich erstmal, aber die kannst du auch mitbringen. Okay, dann muss ich beim Librarian ja alles abbauen. Dame Tipp. Auch die ganze Zeit. Da hat er keine Bücher mehr.
Ich hab kein Holz mehr. Für Fackel. Das ist doch traurig. Was ist diese Scheißhöhle bitte so verdammt riesig, Alter? Ich hab offscreen habe ich Höhlen gesucht und keine gefunden. Und auch im Stream habe ich das eine Mal Höhlen gesucht und keine gefunden. Also so richtig groß. Und hier habe ich jetzt eine, die ist richtig groß, Alter. Scheiß, die Wand da. Du hast was vergessen. Ich? Ja. Was? Das hier hast du vergessen. Da schmeiß ich vor Freude erstmal die Fackeln weg. So. Oh, was ist das? Pass auf, du könntest gleich geknutscht Diary werden. Diary of a Tinker, Book of Biomes. Wenn's von der F-Tools ist. Ich habe zum Nachbarn gleich gesagt, er soll seinen Wasserrohrbruch hier reparieren lassen, aber nein, jetzt läuft die ganze Suppe hier unten durch die Höhle. Finde ich nicht so sexuell. Welcher Nachbar? Was laberst du? Fiktiver Nachbar. Man muss mir jeden Witz kaputt machen. Sorry, ich check dich nicht. Der hat mit mir noch nie aufgenommen, der hat auch mit mir noch nie gestreamt, der kennt die Witze noch nicht. Dem muss ich erstmal meine Witze in meine Witzegeheimnisse einweihen, damit der auch mitmachen kann, weil sonst rafft er das ja nicht. Da hinten sind schon wieder zwei Pimmelgesichter, die aufs Maul wollen. Ja, guten Tag. Ja, servus. Der eine tötet den anderen. Das ist natürlich sehr geil. Da haben sich zwei Versicherungsvertreter um einen Kunden gestritten. Möge der Bessere überleben. Ah, schön. Ich habe die bessere Kfz-Versicherung. Nein, nicht. Halt die Schnauze. Bumm. So. Wenn der eine Glück hat, überlebt er. Wenn er Pech hat, wird er von dem anderen mit weggesprengt. Hey, was springst denn du hier? Oh, Obsidian Chisel Head. Der Creeper Obsidian sprengt Hex? Sich und sprengt mit Obsidian viel Glück Hand den anderen Hand? Einfach mit weg. Den Axe Head? Hast du irgendwie Gurken in den Ohren oder was ist los mit dir? In Gurkenohren, ja klar. Gurkenohren, ja, das ist alles, was er hört. Gurkenohren. Das kennt er auch zu Genüge, Gurkenohren, weil das hat er auch zu Hause. Das schmatzt er immer, wenn er Hunger hat. Gurkenohren. Geh da erstmal in den Kühlschrank und hol die Gurkenohren raus. Und dann werden erstmal richtig leckere Gurkenohren gegessen. Von der Oma Gertrude. Nein, Barbara. Barbara. Ist die auch Richterin und heißt zufällig Salesch? Nee, aber sie heißt Peter. Muss dir sagen, ich habe gestern meinen Tomb Raider Stream ja gerendert, gell? Und auf einmal kommt da diese eine Stelle. Und dann sage ich in dem Video, oh, bitte. Ist auch schon raus, das Video, wo ich mir gedacht habe, alter Peter. Ja, da oben ist der Skeleton, der chillt sich da oben gerade noch einen ab. Müssen wir auch mal einen Bogen machen. Kann ich ja auch mal durch die Gegend snipern. Oder gleich eine Crossbow, das wäre auch eine Idee. Und am Ende werde ich dann zum Realist. Oder so. Kann ich mir einen Alumite-Bogen machen. Aber dafür brauche ich noch Firestring. Dafür muss ich erst einmal in die Hölle und so eine Hedge-Spider wegrotzen. Weil sonst hat das alles keinen Sinn. Natürlich, ich baue das Silber aus und baue das Silber anschließend wieder ein. Das ist sehr sinnvoll. Müsst ihr wissen. Und sehr produktiv. Welchen Layer sind wir denn überhaupt auf 12? Normalerweise wäre ja Z die Tiefe, aber in dem Fall ist das irgendwie ganz komisch, da ist Y die Tiefe. Da ist das Koordinatensystem so ein bisschen verdreht.
Ach, hallo, Herr Skeleton. Was führt Sie denn hier rein? Wie weiß ich, wo Heim ist? Ja, das hättest du dir vielleicht vorher mit B mal markieren sollen. Probier mal TP Spawn. Vielleicht kommst du so zum Spawn. Vielleicht noch ein Slash davor? Ja, vielleicht noch ein Slash davor. Wäre vielleicht von Vorteil, wenn du einen Befehl ausführen möchtest. That player cannot be found. Wow. Dann gib mal einen Slash Spawn. Irgendwie kommst du an den Spawn. Ja, Slash Spawn. Dauert, hat nämlich schon ein bisschen, ist das... Schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Daher habe ich auch die ganzen Befehle nicht mehr in Kopf. Ich habe auch schon lange nicht mehr. Oh, der Black Mortem ist auch vor Ort. Guten Abend, Black Mortem. Guten Abend, Michi. Also ich habe hier Sachen für Obsidian Heads und so. Ja, das soll sehr gut sein, habe ich gehört. Für Obsidian Heads. Ich habe Slime Axe Head. Obsidian Chisel Head. Obsidian Axe Head. Obsidian Hand Guard. Hast du Reinforced auch. 3. Alles hat Reinforced 3, ist ja richtig nice. Ja, hat meine Spitzhacke auch und das ist eine aus Alumite, weil die weil den Tool Binding aus Dings hat, aus Obsidian. Wo soll ich die ganzen Bücher sein? Die steckst du dir in die Hose. Okay. Weil damit kannst du, wenn du mal ganz ganz beschissene Situation unterwegs hast, kannst du dir damit den Arsch abputzen. Ah, okay. Also die Seiten ausschreien. Ja, okay. Wie finde ich heraus, was ich mit dem Alumentum-Ding machen kann? Das Alumentum kannst du, glaube ich, per Rechtsklick an die Wand heften. Dann, oh, das will ich jetzt machen. Dann brennt da so ein Feuer. Das brennt aber nichts ab. Verliere ich das dann? Für immer? Kann ich, oder kann ich es wieder abbauen? Du kannst das auch wieder abbauen. Ja. Arturo macht jetzt Hüttenverschönerung. Du kleiner Lügner. Warum? Ich hab's gedrückt. Es hat so einen Schuss geschossen. Okay. Normalerweise hätte das Ding an die Wand hängen müssen. Es hätte normal brennen müssen und das wäre dann wie so eine Fackel, hätte das Licht spenden müssen. Wenn das da nicht noch so eine zweite Flamme gibt, ich weiß es nicht. Das letzte Mal habe ich das gespielt in der Version. Nee. Doch, das war sogar Infinity, was ich gespielt habe, aber das ist schon ewig her. Das ist schon etwas länger her. Ich habe keine Fackel mehr, weil ich habe kein Holz. Haha. Ich hab Bücher, wo soll ich... Ich tue einfach alles in die Arturo-Kiste rein. Dann kannst du alles selber sortieren. Ich hab keine Ahnung, wo das alles reingeht. Vielleicht fragst du mal Michi, was er mit Büchern machen möchte. Der sitzt ja hier auch im Stream. Vielleicht möchte er ja mal antworten, was er mit den ganzen Büchern macht. Genau. Bücher-Wiederverwertung. Wie sagte einst ein stolzer... ein stolzer Mann aus einem... Film. Jede Menge Papers. Sollst mal sehen. Das könnte Spaß machen. Das könnte ich so als Streamtitel bei mir nehmen. Könnte Spuren von Spaß enthalten. Könnte, was heißt ja könnte? Ja, könnte. Wenn du den Sinn oder den Humor komplett verloren hast, oder hier? Ich hab schon immer... Nein. Bitte hör auf zu stöhnen wie ein Hund, das hört sich einfach nur ekelhaft an. Ich kann nichts dafür. Ich verliere einfach in ein Item. Ich so, nein. Komm. Ja, genau. Du verlierst dich in deinem Alter und auf einmal findest du dich in den Sternen wieder. Guten Morgen im Universum. Jetzt haben wir dann doch die richtigen Worte noch gefunden. Ich wollte Universum sagen, aber das wäre falsch gewesen.
Oh, das sieht aber nicht schön aus. Wenn die Waschmaschine implodiert. Die Waschmaschine. Ja, wenn die Waschmaschine. Da weiß man schon wieder, dass ich heute total verplant bin. Vielen Dank dafür übrigens an der Stelle. Ja, wen dankst du jetzt nicht? Danke. Grundsätzlich allen, die zuschauen. Ah. Oh. Und natürlich auch, die da mitspielen. Also du kannst diesen Michel-Dinger sagen, ich tue die Bücher in seine Bücherkiste da rein. Den Michel? Der heißt Michael. Und der spielt gar nicht mit, soweit ich weiß. Also er hat mich noch nicht... Ich habe ihn mal gefragt, er hat gesagt, nein, möchte er nicht. Und dann, ja, warum sagst du mir dann, dass ich ihn fragen soll? Oh Mann, du verstehst diese Witze, die ich mache, auch nicht, oder? Nein. Also wenn du in Zukunft vorhast, mit mir weiter zu streamen oder aufzunehmen, dann solltest du dich mit meinen Witzen so ein bisschen anfreunden. Ja, dann erklärst du dich immer morgen früh im Zug. Die brauche ich dir nicht erklären, das kriegst du mit, wenn du mit mir hier im Zug sitzt. Mann, im Zug streame! Herzlichen Glückwunsch! Hallöchen, meine Freunde, hier beim Universal Gaming Zugstream. Ja, Zugstream, genau. Nein, wenn ich hier streame auf Twitch, dann merkst du das doch auch schon, wenn ich Witze mache. Meine Fresse, der Ghost, die hat da auch etwas gebraucht, bis er dahinter gestiegen ist. Dauert eine Zeit lang. Schon wieder 21 Level und gleich sterbe ich und habe ich wieder alles verloren. Dann raste ich wieder aus und zerleg wieder meine Bude. Und dann kommt meine Mutter ins Zimmer und dann sage ich, ist doch gar nichts passiert. Liegt ja dann nur ein Rechner in der Ecke, wo das Kupfer feinsäuberlich von der Platine gerissen worden ist. Hey, Herr Zombison, das war kein Aufruf an Sie, mich umzubringen. Verpiss dich. Zurück ins Jenseits, wo du herkommst. Schön feinsäuberlich den Kunststoff getrennt vom Kupfer. Alles schön feinsäuberlich getrennt für die Tonne und dann kann man den Mist gleich direkt verkaufen gehen. Oh, meine Daumen sind gerade so langsam, ich kann nicht mal gescheit tippen. Dann solltest du ein wenig Fingersport betreiben. Ich zock doch schon die ganze Zeit, passt doch, oder? Ich hab gedacht, du denkst jetzt irgendwie falsch, aber gut. Hat er doch. Meine Witze grundsätzlich immer zweideutig verstehen. Immer. Ich werde von hinten genommen, von Zombies! Nee! Nee! Alter, ich wäre beinahe schon wieder gestorben, Alter. Nicht mit mir, ihr Fotzen, Alter. Was ist denn nur los? Das Marble. Wenn nicht, dann verziehe ich unser Haus ein bisschen. Das Marble ist im Grunde genommen ist das. Unwichtig. Marmor ist. Das Marmor. Marble ist Marmor. Das ist weißer Marmor. Ja. Brauchst du das? Oder kann ich damit unser Haus verziehen? Na, du kannst also diese. Ja, was willst du damit verziehen? Willst du das als Decke reinziehen? Die Wände. Ja, oder die Wände. Nee, die Wände lasse ich aus Stein. Da habe ich extra Cleanstones gebacken, Alter. Jetzt geht's aber los. Okay, dann die Decke. Wenn du die Wände rausreißt, dann zieh ich dir morgen die Löffel lang, Alter. Okay, dann die Decke. Kann ich die Decke dann wechselst du machen? Naja, die Decke habe ich auch noch nicht gemacht. Du kannst sie übrigens auch chiseln, ne? Ich hoffe mal, dass du Erfahrung hast mit Chisel. Ja, ich weiß, was Chisel ist. Du kannst da draus auch Podeste machen, wenn du die anordnest wie eine Tür. Hat mir eine bestimmte Person mal gemacht. Ja, dann hat die gewisse Person wenigstens ein was richtig gemacht. So, dann hauen wir den Mist hier noch aus dem Gebälk. Oh. Das sieht schön aus. Ich hoffe mal, du hast da einen guten Geschmack dafür, was da gut aussieht in dem Texture Pack hier. Ansonsten muss ich doch nochmal jemanden dötten gehen. Dötten. So, 50 FPS und ich habe trotzdem Ruckler drin. Willkommen in Minecraft. Willkommen in FTB Infinity. Wo Wunder Wirklichkeit werden und Creeper Versicherungsvertreter imitieren. Das ergab absolut Sinn. Ah, schau mal, da ist noch mehr Lied. Da singe ich ein Lied und darunter direkt noch Silber. Ja, brat mir doch einer einen Storch. So. Jetzt. Ich sollte mir mal einen Plan machen für den nächsten Stream, was wir craften.
BZW mal eine Liste machen, was ich craften kann mit den Ressourcen, die wir da haben. Zurzeit machen wir eh nur Scheiße hier. Ja, momentan kann ich auch noch nicht wirklich anfangen mit dem ganzen Projekt hier, weil das dürfte sich ein bisschen schwierig gestalten. Ohne Ressourcen kannst du nun mal kein ME-System bauen. Das ist leider Fakt. Du kannst mal ich Marble Pillar. Indem du das anordnest wie eine Tür. Du kannst aber mal gerade was anderes machen. Du kannst mal deine Beine in die Wüste schwingen und kannst da mal ein bisschen Sand holen gehen. Ganzes Inventar leer machen, Schaufeln craften bis Getno und dann ab in die Wüste. Ja, du wirst müssen, wenn ich dich drum bitte. Sonst würde ich dich nicht drum bitten. Toll, ich gehe weiter runter und habe keine Fackeln. Hier war ich. Ne, hier war der Arturo vorher. Hier ist nichts mehr. Sollten wir mal eine ganze Handvoll Stickies mitnehmen und dann sollte ich mich mal nach unten in den Mining-Tunnel verpissen und da unten mal den einen Gang weiter treiben. Vielleicht baue ich mir vorher noch einen Alumite-Hammer und dann ratter ich da die Wand durch. Aber vorher sollte ich aus dieser Höhle raus. Dann bin ich nämlich auch wieder handlungsbefugt. Was auch immer das sein soll. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Das ist nicht so geil. Ach nee, hier geht's zurück. Sagt der Knecht einfach, er hat sich verlaufen, obwohl er es gar nicht hat. Unnötig hat er da einfach wieder Dings gemacht. Die Leute aufgeregt. So. Also der Chat ist heute sehr ruhig. Also ich hatte noch keine einzige Nachricht drin. Also es ist heute sehr, sehr ruhig. Letzte Woche war es nicht so ruhig. Tja, sorry. Liegt wohl daran, dass ich mir da Turo streame. Scheint manchen Leuten nicht so zu gefallen. Halt deine Fresse. Was ist das jetzt hier wieder für so Gimbel-Deutsch, Alter? Ist das jetzt Deutsch für Arme oder was? Deutsch für Chris. Ey yo, halt's Maul. Halt's Fresse. Was ist los mit dich? Oh nein, nein, nein. Skelett verpiss dich. Also ich bin jetzt momentan ernsthaft am Überlegen, was ich machen soll, wenn ich mit meiner Ausbildung fertig bin, ne? Hänge ich die nächste Ausbildung dran oder gehe ich erstmal arbeiten? Und wenn ich arbeiten gehe, als was? YouTuber. Also ich habe ja in der Schule schon gehört, dass mir einer angeboten hat, ich soll einfach Pornos machen. Aber geht ja auch, aber ich meine, damit verdienst du auch gescheit. Ja, da verdienst du richtig krass, aber wenn du noch mehr verdienen willst, musst du Schwulenpornos machen. Angeblich verdienst du da mehr. Hat mir einer aus der Schule erzählt. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich gar nicht. Warum kennt er sich da aus? Weiß ich nicht. Er hat zu mir gesagt, hätte er seine Frau damals nicht gefunden, hätte er sich auch als Pornodarsteller beworben. Willst gar nicht wissen, wie ich den dann auf einmal angeguckt habe. So nach dem Motto, seriously, motherfucker? Ja, das hat mir schon so ein bisschen aus den nicht vorhandenen, wobei es waren vorhandene, aber es hat mir schon so ein bisschen aus den Socken geschossen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Und plötzlich war alles still. So, da findet der Gravel gleich nochmal seinen Nutzen. Können wir gleich die Wand dicht friemeln. Oh, schön. Und später komme ich dann hier runter und brauche wieder Gravel und baue den Mist dann wieder ab. Und denk mir, was ist denn das? Typisch Chris. Michi gerade so, ich mach Ton an und du redest erstmal über Pornos. Bester Anfang. Tja, Michi, hast du den Anfang verpasst vom Stream? Der war ja sowieso am lustigsten. Stream ja schon seit 19 Uhr. 19:04 Uhr, du warst spät. Ja, ist doch egal, 4 Minuten zu spät, scheiß doch drauf, Mann. Nö.
Wenn ein Streamer sagt, er fängt um Punkt 19 Uhr an, dann musst du auf jeden Fall erstmal die Wahrscheinlichkeit der Verspätung hochrechnen. Dann hast du auch 5 oder 6 Minuten, die der zu spät anfängt. Wenn ich jedes Mal rumheulen würde, wenn Tales Gaming zu spät anfängt zu streamen, dann könnt ihr schon wieder einen Sack Humus nehmen und einfach mal auf die Straße kippen. Weißt du, wie lecker Humus ist? Hast du wirklich schon mal Erde gefressen? Humus, das ist so eine Soße. Nein, Humus ist Erde. Humus in Englisch. Humus ist die Art Erde, die entsteht, wenn du deine Gartenabfälle in so einen Behälter schmeißt und lässt sie dann einfach, ja, sag ich mal, verwesen, und dann kommt dir da Erde raus, und das ist Humus. Oder auch aus Bioabfall oder sowas, da wird Erde draus, den nennt man Humus. Ernsthaft? Ja, den nennt man Humus. Glaub's mir doch. Ich glaub. Du verarsch mich ja eh. Natürlich verarsche ich dich. Nein, tue ich nicht. Ich weiß, dass du schon seit 19 Uhr streamst. Ja, bist du aufgehalten worden oder hattest du noch deine geilen Minuten mit irgendjemandem? Weiß ja nicht, was du den ganzen Tag so treibst, wenn du nicht im Team bist. Wie redest du gerade, Digga? Mit Michi, Alter. Ich kann ja wohl auch mit den Leuten reden, die mir im Chat mit mir schreiben, oder? Ja, aber ich sehe den Chat nicht. Das ist irgendwie komisch. Da kannst du dir mal Chatty runterladen während des Streams, und dann kannst du dich da mit deinem Twitch-Account, wenn du einen hast, einloggen und kannst dich dann zu einem gewissen Kanal kannst du dich verbinden, dann siehst du, was da geschrieben wird. So mache ich das übrigens bei meinem Stream auch. Wenn ich mir nebenbei noch Chrome mit aufmachen würde, dann läuft mir hier in 2 Minuten der Arbeitsspeicher voll. Also geil ist was anderes. Falls du verstehst, was ich meine. Mhm. Das Problem habe ich auch erst, seitdem ich auf meiner SSD die Auslagerungsdatei von Windows gekillt habe. Also absichtlich gekillt. Ich habe die ausgeschalten, weil ich will die SSD ein bisschen verschonen von den ganzen Schreib- und Lesezugriffen von Windows. Und das Einzige, was Windows kann, ist jammern. Also wirklich jammern, dass er keinen Arbeitsspeicher mehr hat. Also Leute, warte, ich muss mal allein mit deinem Stream reden. Zeig euch jetzt mal, wie man Chris richtig anpisst. Chris, Apple ist ja richtig geil, oder? Geh mir weg mit Apple, Alter. Das fange ich jetzt hier nicht an auszufechten, ganz ehrlich. Das fechte ich jetzt hier in meinem Stream nicht aus. Ich hatte meine Gründe. Das war richtig geil. Ich kam mit einem neuen iPhone im Zug an. Das erste, was er sagt: Geh mir dieses behinderten Handy von mir weg. Das war so geil. Alter, die Hälfte von meiner Klasse, und das sind immerhin 9 Leute, die haben ein iPhone, Alter, und da drehst du durch. Und dann auch noch, das ist Qualität, das ist voll geil. Ja, und ich denk mir so, Alter, nimm das Ding und schmeiß es einfach aus dem Fenster, und ich schmeiß meinen Sony hinterher. Ich nicht wissen, genau, Chris ist für Sony. Sony hat auch bessere Technik drin. Wenn du mal bedenkst, wo juckelt denn Apple immer noch rum bei wie viel Megaschnipsel? Wie viel Megaschnipsel haben die Kameras von den Dingern? Ist bei mir auch so, Chris, gleiche Sache. Ach, mit den iPhones, gell, das ist wie so eine Seuche, ne? Jeder hat sie, jeder findet sie geil, und bei jedem zweiten ist der Touchscreen vorne gerissen. Weil die das immer runterschmeißen oder runterfallen lassen. Chris, da sind wir mal einer Meinung, wenigstens bei einer Sache. Dankeschön, Michi. Vielen Dank, dass du mich in dieser Hinsicht unterstützt. Däumchen nach oben. Peace, Motherfucker. Scheiße, dass ich jetzt gerade keine Webcam habe, sonst hätte ich jetzt mal in die Cam piesen können. Also nicht pissen, sondern piesen, ne? Dass wir uns jetzt hier auch noch falsch verstehen. Es gibt ja immer so ein paar Leute, die verstehen das falsch. Und in ein paar Jahren erzählen sie immer: Ja, vor ein paar Jahren, da hat der Chris einfach in die Webcam gepinkelt. Und auf einmal war dann das Signal weg. Ja, dann ist die Pisse einfach mal in den Rechner gelaufen. Zum Glück mache ich sowas nicht, weil mir ist meine Hardware heilig. Da werden jedem die Hände abgehackt, die hier unbefugt an meinem Rechner rumfummeln.